Ey, pass auf, der Traumurlaub deiner Öko-Eltern. Ein Tag in der wunderschönen Natur, Wanderschuhe, Tee aus der Thermoskanne, Studentenfutter und natürlich Funktionsjacken. Mal die Seele baumeln lassen. Aber seit ein paar Jahren fluten Outdoor-Brands wie Arc'teryx und North Face auch die Straßen deutscher Großstädte, die Laufstege Europas und die Fashion-Blocks in aller Welt. Okay, aber warum sehen Bürohengste und Streetwear-Kiddies heute aus wie Bergsteiger? Und was hat der Gorbcore-Hype mit New Yorker Privatschulgangstern, einer Nussmischung und bayerischen Dinosauriern zu tun? Erstmal, was macht Outdoor Brands eigentlich so besonders? Boah, ja, das wüsste ich auch gerne. Keine Ahnung, woher dieser komische Hype kommt. Ist gemütlich, ne? Praktisch. Und du kommst natürlich mit diesen ganzen Jacken und Schnitten schon sehr undercover durchs Leben. So, wenn eine Kapuze auftakt, dieses Ding zu, du hast nur diesen Augenspalt und so. Ich finde, das ist so stiltechnisch schon sehr ansprechend, sportlich, schnittig so. Es hält halt sehr warm. Ist eigentlich eine geile Tickermarke, so, wenn du halt draußen wirklich rumstehst. Vor allem, weil sie für gewöhnlich keinen Fashion-Trends hinterherjagen, sondern sich darum kümmern, was ihre Zielgruppe wirklich braucht. Performance und Komfort, genauso wie Schutz gegen jedes Wetter. Wer durch die Antarktis wandert oder steile Felswände erklimmt, muss seiner Ausrüstung einfach vertrauen können. Die bekanntesten Outdoor-Brands wurden selbst von Extremsportlern gegründet, mit dem Ziel, bessere Ausrüstung als jemals zuvor herzustellen. Langlebigkeit und Innovation sind der Antrieb der Outdoor-Branche. Aber genau deswegen sind ihre Produkte auch so wahnsinnig teuer. Umso mehr stellt sich die Frage, warum laufen so viele Leute da draußen mit Klamotten rum, die für Polarexpeditionen gemacht sind? Wie so viele Streetwear-Hypes beginnt auch dieser in New York. Seit den 70ern erblüht hier die Graffiti-Kultur und mit ihr Racking. Eigentlich nur ein anderes Wort für Ladendiebstahl. Die Graffiti-Kids in New York klauten erstmal nur Sprühdosen, suchten aber später auch Wege, um ihr Taschengeld aufzubessern oder um selbst an teure Klamotten zu kommen. Reich aussehen, ohne reich zu sein, auch wenn die Brands das damals nicht unbedingt gefreut hat. Racking eröffnete eine neue Zielgruppe. Ohne Diebesbanden wie Lowlife Crew wäre vielleicht selbst Polo Ralph Lauren niemals Teil der Streetwear-Szene geworden. Aber das ist ein Thema für eine ganz eigene Folge. Jedenfalls kamen New Yorker Crews in den 90ern darauf, Outdoor-Stores auszurauben. Teure Klamotten klauen ist, glaube ich, kein lokales Phänomen. Ich glaube, das ist global in jeder Stadt, oder? Ja, Mann, safe. Unser Laden hat auch zugemacht, deswegen. Ich habe bei North Face gearbeitet in Düsseldorf vor lange. 30 Jungs rein, jeder nimmt, was er tragen kann und raus. Nicht nur die Kunden haben Sachen mitgenommen. Klassiker. Dass diese Szene das daraus gemacht hat, finde ich irgendwie sehr stark. Jacken von The North Face waren richtig teuer, also brachten sie auf der Straße viel Geld ein. Und was für den Himalaya gut ist, wird auch für den kalten Winter in New York geeignet sein. Die Jacken stießen auf großes Interesse, besonders bei Sprühern, Dealern und deren Entourage. Halt bei allen, die sich eh auf der Straße aufhalten. Fakt, draußen ist kalt. Ich finde die wirklich auch nicht so ganz schön, aber es erfüllt seinen Zweck. Egal wie hässlich es auch vielleicht dann ist, auch weil es einfach teuer ist. Gerade North Face und so Aki oder sowas, sehr beliebte Marke unter Malern so. Das passt total zusammen, da schießt sich der Kreis total. Ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht lange dauerte, bis die ersten Rapper in North Face Jacken gesichtet wurden. Die Marke fand ihren Weg in Musikvideos, Interviews und Rap-Texten. Biggie hat ja alles schon gesagt. Aber wenn es bis zu den Rapper hochgekommen ist, hat es ein Statement auf jeden Fall. Ist ja heute nach wie vor genauso, dass die Jungs, die wirklich halt irgendwie ein bisschen ein Auge auf der Straße haben oder ein Ohr auf der Straße haben, schon wissen, worüber wird gerade geredet, was wird getragen und was nicht so. Und sogar in Deutschland trug Bushido in den Nullerjahren North Face auf der Bühne. Bedruckt mit seinem eigenen Logo. Das sah auch noch richtig asozial aus. Was die Stars trugen, wollten auch andere. So wurde North Face Jacken zur Standardausrüstung von Gangster-Rappern, Rackern und Rich Kids. Besonders die Nupsi Jacket gilt als Klassiker. In den folgenden Jahrzehnten entdeckten alle möglichen Subkulturen die voluminösen Jacken für sich. Von Outdoor-Enthusiasten bis Graffiti-Writern, von East Coast Rap bis UK Grime, von Hooligans bis Antifa. Sehe ich nicht so. Das ist eigentlich die schönste Jacke, die haben. Und auch zugleich ausgelutschteste Jacke, die haben. Ich finde, die Napstead-Jacke ist eher die Jacke, die so es in den Yuppie-Mainstream geschafft hat. Wenn ich sehe, dass zu viele Leute das tragen, so, dann kriege ich gleich Absturz darauf, auch egal wie geil das ist. Fußball ist es diese klassische Regenjacke eigentlich, Sprüher eigentlich auch. Alle tragen es, ne? Die Leute, die dann mit der Subkultur, aus der das kommt, gar nicht mehr so viel zu tun hatten. Ich glaube, die haben dann so mehr diese Napstead-Jacke für sich entdeckt, so. North Face schaffte es, sehr unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen, ohne das jemals versucht zu haben. Und man hat viel Platz da drin, um was auch immer zu verstecken. Der Brat trägt ne North Face mit Makarov drunter. Fette Knolle in der North Face. Trag immer North Face schwarz jeden Tag. Im Windschatten von North Face bekamen auch andere Outdoor-Brands wie Patagonia, Marmot und Nautica Aufmerksamkeit.
Wie geht's den richtigen Bergsteigern eigentlich damit? Würde mich richtig interessieren, ob die sich so verarscht fühlen. Aber ich war schon sauer als Bergsteiger. Aber TNF konnte sich besonders dank dem schlichten Look und den guten Farben in der Streetwear-Szene festbeißen und schaltete schon bald Anzeigen in Hip-Hop-Magazinen. Die hohe Qualität der Produkte hingegen war seit den 70ern dank eines speziellen Geschäftspartners gesichert. Gore-Tex. TNF, Gore-Tex, Jacke, ich bin trock. I'm built tough, it's made to be outside, just like Gore-Tex. There's some Gore-Tex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Gore-Tex ist eine ultradünne Membran aus Teflon mit ganz winzigen Poren, die dafür sorgt, dass Kleidung gleichzeitig wasserfest und atmungsaktiv ist. Das ist wild, weil es kommt von außen nichts rein, aber von innen geht alles raus. Für mich hat sich gerade total der Wert erklärt. Schon wichtig, wenn man im Schneesturm schwitzt. Aber vor allem wurde Gore-Tex als ultimatives Qualitätssiegel bekannt. Deswegen waren die Pieces mit dem Gore-Tex-Logo nicht bloß bei Seinfeld und bei der NASA im Weltall, sondern auch auf den Streets immer besonders beliebt. Das gilt für The North Face genauso wie für eine andere Marke, die gefühlt aus dem Nichts kam und seit ein paar Jahren die Streetwear-Szene komplett im Schwitzkasten hält. Otterix on me, no, we don't run no Patagonia. Otterix on me, I could go hiking in Snowdonia. Besserung steigt auf nach oben, ficken Arcteryx meine Psyche. Arcteryx wurde 1989 als Rock Solid gegründet und zwei Jahre später umbenannt. Fun Fact: Die Fossilien seines Namensgebers, dem Archaeopteryx, wurden ausschließlich im bayerischen Altmühlental gefunden. Bravo für Altmühltal erstmal, für die fleißigen Archäologen. Laber, krass. Alemannia wieder mit am Start. Arcteryx war also ein bisschen später dran als North Face und Co. Trotzdem gelang es der Marke aus Kanada dank Erfindungen wie wasserdichten Reißverschlüssen und speziellen Klettergurten, sich innerhalb einer Dekade an die Spitze der Outdoor-Branche zu platzieren. Das kann Sprühern und Dieben erstmal egal sein. Aber Diebstahl lohnt sich halt bei einer dünnen Arcteryx-Funktionsjacke für 800 Euro mehr als bei einer 300 Euro North Face Puffer. Und der Logistik kannst du natürlich zwei Arcteryx-Jacken genauso gut transportieren wie eine dicke North Face Teddybär-Pufferjacke. Mit Rucksack voll Alufolie noch irgendwie in die großen Stores reinlaufen, wird ja auch immer schwieriger, weil die Läden ja mal leerer werden so mäßig. Kannst ein bisschen falten. Das meiste läuft eigentlich über B, so Bestellbetrug mäßig. Und da hast du das Problem mit den Dingern ja nicht. Das ist nicht gut. Klaut das nicht. So fand auch diese Brand ihren Weg in die Street Culture. Abseits von Bergen wird das Deadbird-Logo weniger mit schneebedeckten Gipfeln und eher mit Kriminalität assoziiert. Das geht so weit, dass manche Fans sagen, für Arcteryx bezahlt man nicht. Wer im Retail kauft, ist fake. Ja, ey, ne? Ist schon okay, wenn Leute sich auch Sachen kaufen, so. Man sollte sich nicht irgendwie wegen irgendeiner Bewegung gezwungen fühlen, Scheiße zu bauen. Arcteryx-Stores sind immer noch beliebtes Ziel von Überfällen. Und im Rap hält sich die Assoziation von Outdoor-Mode mit Crime und Graffiti bis heute. Einkleiden im Look von North Face. Liebesgut unter der Wolfskin. Kumpflecken von gestern auf meiner Arcteryx. An jede Wand im Kiez haben wir rangewichst. Ey, TNF-Store hat fast nur wegen mir zugemacht. Minus 13k bei Inventur, bei Schlick hat zugeschnappt. Aber ey, bloß weil ein paar Gs haufenweise Funktionsjacken klauen, erklärt das noch lange nicht, warum mittlerweile gefühlt jede High-Fashion-Brand auf Wanderlook setzt, oder? Nee, absolut nicht. North Face Gucci Collab ist für mich eins der misslungensten Collabs. Also definitiv, feiere ich gar nicht. Dass Funktionskleidung für Kletterwände und Gebirgstouren heute im Trend ist, hat nichts mit der New Yorker Graffiti-Szene zu tun. Da wäre etwa das Münchner Label Akronym von Designer Arison Hug, der Gore-Tex überhaupt erst so richtig dazu überredet hat, Lizenzen nicht nur an Funktionskleidung, sondern auch an Streetwear zu vergeben. Oder eben japanische Designer wie Nigo und Hiroki Nakamura, die schon seit Anfang der Nullerjahren Gore-Tex-Membranen in ihre Streetwear-Brands wie Bape und Viswim verwendeten. In Japan gehören Outdoor und Fashion schon länger zusammen. Aber in den USA scheint der Trend erst so richtig zu explodieren, seitdem der Journalist Jason Chen 2017 einen neuen Begriff für den urbanen Outdoor-Hype erfand: Gorbcore. Jason Chen beobachtete in New York immer mehr junge Leute, die Outdoor-Kleidung im Alltag trugen, ohne jemals einen Berg betreten zu haben. Gorbcore, Digga. Das hört schon wie so Porno. Du passt eine ganze Familie rein in die blaue Jacke. Also das ist wirklich der Winterkletterspaß für wirklich vier Leute. Wenn die Zielgruppe dann anfängt, die Klamotten zu tragen, kannst du dich nach was Neuem umsehen auf jeden Fall. Als Weiterentwicklung von Normcore ist Gorbcore eher funktional ausgerichtet und ein bisschen hässlich. Und dadurch auch etwas ironisch, als wäre der neongelbe Windbreaker ein Inside-Joke. Gorb ist übrigens eine Mischung aus Nüssen, Rosinen und M&Ms, die man zum Wandern mitnimmt. Studentenfuttermäßig. Das gibt einen schnellen Energieschub, das ist easy vorzubereiten und die Kinder lieben es. Der Gorb-Hype nahm schnell an Fahrt auf. Frank Ocean trug 2019 Arcteryx-Mütze und Mammutjacke bei der Pariser Fashion Week. Kanye, Drake und Virgil zogen bald nach. 2020 schickte Virgil sogar die Hadid-Schwestern in Arcteryx über den Laufsteg seiner Off-White-Show. The North Face wiederum konnte immer mehr Hype für die Supreme-Kollabos generieren und setzte mit Gucci noch einen drauf.
Heute richten sich die Kollektionen von The North Face eher an Fashion-Enthusiasten als an Extremsportler. Auch deshalb bleibt Arc'teryx seinem Kerngeschäft treu und orientiert sich an den Wünschen seiner Zielgruppe, die von Gipfel zu Gipfel hüpft. Funktion ist im Gebirge halt wichtiger als Fashion. Klar, es gab kleine Kollabos mit Palace und Jill Sander, aber im Interview mit Hypebeast sagte der Design-Vizepräsident von Arc'teryx: In dem Moment, in dem wir uns umorientieren und versuchen, die Streetwear-Welt anzusprechen, werden wir sie verlieren. Sympathisch, wenn ich es richtig verstehe. So. Kurz gesagt, die bleiben real. Dass Arc'teryx sich nicht allzu sehr um die neuen Fans kümmert, bringt der Brand ein authentisches Image ein. Und dass die Taktik aufgeht, zeigen Memes und TikTok-Trends. User prüfen die wasserfesten Versprechen ihrer Lieblingsprodukte in der Dusche oder im Club. Funktioniert auf jeden Fall besser als mit anderen Brands. Oder sie ziehen sich gleich im Zwiebellook Jacke über Jacke, um ganz sicher zu gehen. Mit Hype auf TikTok, bei der Fashion Week, im Rap und in allen Subkulturen der Erde war klar, dass Gorbcore auch den Mainstream erreicht. Warum Funktionskleidung so viele Menschen anspricht, lässt sich aber immer noch höchstens psychologisch erklären. Wir versuchen's mal. Zum einen ist da der Flex, im Club oder Café eine Jacke zu tragen, die zum Eisklettern am Gletscher konzipiert wurde. Ist lustig und cool. Und Konsumgüter mit klar erkennbaren Funktionen in einen anderen Kontext zu setzen, indem sie diesen Nutzen verlieren, ist seit jeher zentraler Bestandteil des Flexens. Wie in unseren anderen Videos. Geldscheine zum Zigarren anzünden, Sneaker ohne sportliche Betätigung oder Trikots tragen ohne Fan zu sein. Und Hype-Kids, die noch nie einen Wanderpfad betreten haben, tragen Arc'teryx-Jacken. Andererseits, nach all den Lockdowns sehen sich immer mehr Menschen danach, aus den eigenen vier Wänden auszubrechen. Und auch die sich verschärfende Klimakrise trägt dazu bei, dass junge Menschen sich der Natur zuwenden. Wenn das der Lerneffekt ist, ist das ja super. Bei uns im Freundeskreis hat angefangen mit Chief Keef. Den ganzen Techwear-Film kam ich eigentlich über das Fußballding so. 100 Mann in schwarzen North Face-Jacken war halt schon irgendwie schlauer, als jeder trägt irgendwas anderes Buntes. Und diese Chicago-Sachen, FBD Duck und so, die haben diese North Face-Regenjacken getragen, dann brauchen wir auch allein. Autobrands positionieren sich klar für unsere Umwelt. Und Patagonia verkündete sogar kürzlich, alle zukünftigen Profite in den Kampf gegen die Klimakrise fließen zu lassen. Wer die Produkte dieser Marken kauft, bekommt das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Stärkster Move auf jeden Fall. Sehr gefeiert. Das hat mir letztens noch ein Kollege erzählt sogar. Der meint so, ey, der ist auch so ein bisschen älterer Homie, der meint nur noch Patagonia. Er wird irgendeine Foundation, es wird wieder der genau in Patagonias Arsch landen. Wenn die das umsetzen, wie sie es kommunizieren, so, dann ist es schon ein sehr starker Move, Dicker. So eine Scheiße halt, ne? Als ob die das machen. Ne? So, normalerweise niemals vertrauen erstmal, was sie sagen, aber wenn es so ist, so cool. Obwohl Brands wie Patagonia und Arc'teryx sogar eigene Sublabels für taktische Ausrüstungen haben, also Kleidung für Militär und Polizei, hat uns auch ein bisschen gewundert. Ja gut, ey, so am Ende des Tages eine Camouflage-Sachen rausbringen, supportest du ja jetzt nicht unbedingt instant eine Armee, ne? Nach außen hin spenden, nach innen hin Militärkleidung machen für Menschen, die andere Menschen umbringen. Und wenn man dann wieder auf das Patagonia-Movement kommt, Dicker, wie schlecht ist es, wenn sie das Geld dann wieder gut reinvestieren, so, Dicker, keine Ahnung. Aber das sollte man auf jeden Fall mal kritisch im Auge behalten, war mir nicht bewusst. Kann natürlich sein, Bruder, wenn es so ist, schön, ja. Katastrophenschutz, Katastrophenhilfe ist ja genauso ein Riesenpunkt, so. Das ist halt auch ist Funktionskleidung. Brauchen die auch, die müssen auch funktionieren. Vor allem die bei Wind, Wetter, weiß ich, was sie da alles durchmachen. Und noch was. Autobrands verkaufen ihre Kleidung als geschlossenes System, das dich in jeder Situation schützt. Also diese Jacke mit diesem Unterhemd und dieser Hose. Im Gesamtbild ergibt sich eine Art Rüstung gegen die raue Welt voller Gefahren. Von Wind und Nieselregen bis hin zu Klimakatastrophen und Postapokalypse. Klingt fast schon ein bisschen paranoid. In Rap-Texten kommen Outdoor-Brands recht häufig in diesem Zusammenhang vor. Kalte Welt, kaltes Herz. Bitches getting cold, the niggas grab your Patagonia. Go world, we don't even got a North Face. Straße kalt, hab North Face an. North Face war mein Herz eiskalt. Es ist kalt hier im Norden. Jack Wolfs geht North Face, hier regnet es all day. Arc'teryx auf Jacke, mir ist kalt, ich rauche laut. So cool Rapper wie Drake und Aminé auch in ihren customized Arc'teryx-Jacken aussehen, so attraktiv ist die Kombo aus Militarismus, Paranoia und Funktionalität leider auch für die extreme Rechte in der USA. Und für alle anderen, die denken, dass sie sich vor irgendeinem Weltuntergang schützen müssten. Selbst in Deutschland kann man sich manchmal nicht so sicher sein, auf welcher Seite jemand steht, der Funktionskleidung trägt. Jack Wolfskin ist zum Beispiel im Straßenrap sehr beliebt. Für diese Jungs ist Rap nur Nebensache. An der Ecke in Jack Wolfskin Regenjacke. Alt-Kripus, guck mal, wie ich aufpasse. Wegen Packs in der Jack Wolfskin Bauchtasche. Ich tick Pep in Wolfskin Jack. Ich sag, für mich ist das ein mieses Wedding-Ding gewesen. Schwarze Jack Wolfskin mit gelber Stick. Auch krasse Kripo-Marke Jack Wolfskin. 1:1 Kripo neben 1:1 Koks-Taxifahrer, gleiche Outfit. Aber auch bei der Obrigkeit ist das Logo mit der Wolfstatze wohl gern. Kripos tragen Jack Wolfskin. Kripos tragen Jacken von Jack Wolfskin. Rap sind getarnt im Pelz von Jack Wolfskin. Ich seh hinter mir zivile Cops in Jack Wolfskin. Kripos auch oft mit Bauchtaschen. Trägt auch kein Mensch mehr, außer schau das an die Eastside-Atzen und Kripos.
Auf eine Art bestätigt das unsere Annahme von vorhin. Outdoor-Brands sind heute so omnipräsent, auch im urbanen Alltag, weil jede Subkultur, jede Bevölkerungsgruppe und Community ihren eigenen Zugang zu Hype-Brands wie North Face, Patagonia und Arc'teryx findet. Dass Cops und Antifas auf die gleichen Marken stehen, sorgt manchmal für Reibereien zwischen verschiedenen Bubbles. Etwa wenn North Face mehr Diversität im Outdoor-Sport fordert und sich damit rechten Shitstorm einhandelt. Aber gerade durch die Vielseitigkeit des Hypes konnte Gorpcore sich langfristig im Mainstream festsetzen. Und mal ehrlich, langlebige Kleidung von Firmen, die sich für Klima einsetzen, könnte Schlimmeres geben. Auch wenn wir dafür bald alle aussehen wie Erdkundelehrer. Ey, kann einer von euch Normcore googeln und dann in die Kommentare schreiben? Gar keinen Bock selber nachzugucken. Und abonniert den Kanal. Hand aufs Herz, hast du für deine bezahlt? Bro, ja, wie soll ich jetzt dazu Stellung beziehen? Kameras laufen.